Wo ist der Film? Der war doch gerade vor uns. Er hat sich gespart. Diese Schlange stehen. Ja, muss den Wagen. Die Oldtimer. 43, wunderbar. Hallo. Hallo. Ich habe den Koffer gesehen. Zweimal fürs Handling. Fahrerbesprechung ist 11:30. Alles klar. Kaffee und Hörstimme. Du bist nicht die Ausfahrt. Ich zeig's dir besser. Das muss ich übernehmen. Schön studieren. Schön studieren, okay. Aber essen im Morgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zum Urteil Tag hier in Köln begrüßen. Aber das sind ja kommt man gar nicht zurück. Wenn Sie vorne einen so weit langes Auto haben, dann müssen wir auch So, die Startnummer 1 fährt schon mal ins Startzelt. Ich darf bitten, dass sich die Startnummer 2 anschließt.
eine Startposition sind. Es ist nicht so, dass wir früher anfangen, sondern zu einer Rundfahrt durch den Abendkreis. Wir kommen gegen 16 Uhr wieder, sodass wir um 18 Uhr dann hier die Siegerehrung haben werden. Martin, hier vorne ist noch der Platz frei. Die 3 fährt jetzt raus. Sieht aus wie beim Lusttrinker im Rucksack, ne? Super sauber. Ja, 4. Ja, das hat für Motorrad. Ja, für Motorrad, das ist 4. Das hat andere Kacke, so wie. Ja, ja. Du wirst ja nicht mit der Auto. Ich würde sie noch gemacht, please. Problem ist. Nein. Wir müssen uns vorstellen, dass die Kot in den Türen alle ganzen Pressteile mit riesigen Maschinen gebaut worden sind. Die sind irgendwann mal verspottet worden und sind weg. Bei den kleineren Serienautos, da können sich Clubs und Autos so eine kleine Maschine kaufen. Nee, viel Spaß mit euch. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Auch hier geht es um die Box. Ne? So, meine Damen und Herren, hier kommt der nächste Box. Eine ganz besonders, danke. Jetzt kommt er hin. Ja, dann kommt er hin.
viel Spaß, ne? Grenzt schon an. Hat das Wetter sich wenigstens wieder ein bisschen gemacht, ne? Ja, ah ja. Im Verbund klatschen für die Nächsten, die ich nennen möchte, ist nämlich der Norbert Rode, unser erster Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft, ohne den das überhaupt nicht geht. Ja, ja. Lesen und erkennen, aber ich möchte sie nochmal nennen, es war nämlich Holzmann-Karosserie, Reifen-Bachmann, der City-Tag für Ein- und Ausfaktor, der Manfred Hellwig von den Rathausstuben und den Herrn Spruzina, den Meister der Films. Die Bilder und Berichte gibt es im Pullheim TV, Bergheim TV, aus den Zeitungen, den ortsüblichen. Und nochmal in den nächsten Wochen werden wir die Liste ausdrucken. Unter www.alhera.de, Oldtimer. Das ist doch der So, also, jetzt geht's los. Die weiteste Anreise hatte Gero Gantas und Gordian Hanft, die aus Lampertheim bei Mannheim gekommen sind. Der ist viel wert, also in Lampertheim ganz bestimmt. Hey, jetzt hier Applaus für die Dame. Wir hatten als höchste Punktzahl 1707 Strafpunkte. Das sind die, die also wirklich auch nicht aufgegeben haben, alles, und das war so ein Mittelwert. Die niedrigste Punktzahl und somit der Sieger hat 192. Der dritte Preis mit der Nummer 41, das Fahrzeug, ein AMC Pecha, geht an Manfred Meyer und Veronika Wallis. Das Tolle ist, die Flöten sie verkaufen, wir haben ja nicht schon da. Der zweite Preis geht an die Startnummer 21. Uwe Lippert und Ulrike Wirten. Mit diesen 192 Strafpunkten geht an Heinz-Bernd Dannhüser und Tobias Dannhüser auf dem Alpha 2000 von 1976. Das ist natürlich jetzt ein Rundum-Paket. Die können sofort mit dem Feiern zu Hause loslegen. Mit den Damen oder so. Ich gratuliere alle herzlich. Das Buffet wird hier gleich eröffnet. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Gute Heimat. Natürlich für die tolle Organisation. Und wir haben natürlich von letztem Jahr noch was Schönes für dich. Oh, vielen Dank. Und hier auf meiner Brust unrestaurierter Originalzustand. Da wusste ich leider noch nicht, was mich mir damit angetan hatte. Denn in jeder Zeitung bin ich mit unrestauriertem Originalzustand. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich.
Ich freue mich natürlich, dass unsere jüngste Abteilung der KG Alhere so eine tolle Veranstaltung heute hingelegt hat. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken bei den Oldtimer-Freunden unter der Leitung von Renate und Helmut Doppheim. Warum hat die Renate hier ihren Geburtstag, ihren runden Geburtstag gefeiert? Und wollte das mit Oldtimer-Freunden tun und dafür den Marktplatz nutzen, um die Fahrzeuge abzustellen. Da habe ich gesagt, Mädchen, das kriegst du niemals geregelt als Privatperson. Also habe ich als Karnevalsgesellschaft den Marktplatz beantragt und kam dann auf die Idee, gründen wir eine neue Abteilung, Alhere Oldtimer-Freunde. Alhere und Alblech, das passt ja so etwa zusammen. Und ja, diese Tour wieder am Ostersamstag machen werden, beziehungsweise die werden es organisieren. Und wir würden uns freuen, wenn Sie alle wieder daran teilnehmen. Man zwar geht er fast zu laufen, wie, deshalb kann ich auch nicht Pullumalaf rufen. Ich darf mich aber recht herzlich bei allen bedanken. Bei allen, die mitgeholfen haben, die mitorganisiert haben, aber auch bei Ihnen allen, die mitgefahren sind und hoffentlich viel Spaß hatten. Wir werden uns sicherlich verbessern an dem einen oder anderen Punkt. Ansonsten aber würde ich es als gelungene Veranstaltung bezeichnen und wünsche Ihnen jetzt guten Appetit. Thank you.